Wie jedes Jahr zum Jahresende gibt es nicht nur die Top-Filme 2023, in diesem Fall aus meiner Sicht, sondern auch die Flop-Filme. Und ich muss sagen, ich habe dieses Jahr jede Menge gesehen, aber auch jede Menge Schrott gesehen. Filme, wo ich gefühlt kopfschüttelnd den Kinosaal verlassen habe, die Hände über dem Kopf zusammenschlug oder mir einfach nur dachte, warum? Warum? Warum das? Na gut. Ich habe eine Liste zusammengestellt, da standen mal so 40 Titel drauf und dann habe ich noch weggekürzt und weggekürzt. Mir fiel fast schon schwer, euch nicht vor, auch noch diesen weiteren Film zu warnen. Aber spätestens bei 20 Filmen war leider Schluss. Aber das Gute ist, bei Top-Filmen kann ich lange über die Filme reden, bei Flop-Filmen kann mich oft gar nicht mehr daran erinnern, worum es eigentlich ging. Damit geht es ziemlich schnell, diese 20 Filme durchzugehen. Und lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir an mit Filmen, die entweder sehr enttäuscht haben oder einfach nur mies waren. Auf Platz 20 starten wir mit Fast and Furious 10 oder Fast X. Ich glaube, über 300 Millionen Dollar hat dieser Film gekostet, in dem Dom Toretto und seine Familie wieder zurück sind. Es gibt wieder einen krassen Gegenspieler. Wer war das diesmal? Dante? Jason Momoa? Ich glaube schon. Eine Riesenverfolgungs-irgendwas, Jagd in Rom mit einer Kugel, die alles zerstört, die wegrasen. Das Krasseste war überhaupt zu sehen, dass man Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1 nehmen konnte und quasi in der gleichen Location die viel bessere Autoverfolgungsjagdnummer bekommen hat als in Fast and Furious 10, einem Franchise, das auf Autoverfolgungsjagden und Autorennen aufbaut. Naja, ich konnte diesem Film einfach wirklich nichts abgewinnen. Der war so lahm, der war wie immer so drüber, der war so, dass ich mich nach 10 Teilen frage, warum geht das da noch weiter? Und vor allem, Vin Diesel so eitel in so vielen Einstellungen und immer auf sich fokussiert, ich fand's sehr unsympathisch. Mein Platz 20 der schlechtesten Filme 2023. Auf Platz 19 hätten wir, und ich will da so eine kleine Doppelpaarung machen, nämlich Ant-Man and the Wasp: Quantumania und The Marvels. Also dafür, dass ich das MCU, wie viele da draußen, liebte und bis Phase 3 zum Finale es so tolle Erlebnisse im Kinosaal waren, ist es umso schlimmer anzusehen, wo diese Filme teilweise hingehen. Ant-Man 3, aber auch The Marvels, treffen so einen weirden Humor, sehen teilweise überhaupt nicht gut aus, komplett vor dem Volume gedreht, versuchen sich so reinzuquetschen in diese MCU einzelnen Filme und Kapitel, wo man am besten vorher noch Serien gesehen hat mit Kang oder jenem, der bleibt auf der einen Seite und Kamala Khan bzw. Miss Marvel auf der anderen Seite. Dann gibt es bei The Marvels eine Musical-Einlage und dann noch eine Cats-Musikeinlage und kleine Katzen, die Key-Momente bekommen, statt eine integre Geschichte zu erzählen. Den Nick Fury, den keiner braucht. Ich finde in Ant-Man and the Wasp Paul Rudd wieder einer, der so unsympathisch von Anfang an ist, wie er sich selber dann feiert und zelebriert und in der Geschichte, die im Grunde nichts macht und zu keiner Entwicklung führt, das ist es einfach nicht. The Marvels und Ant-Man 3 teilen sich bei mir mal Platz 19. Auf Platz 18 der schlechtesten Filme des Jahres ist bei mir Ghosted. Dexter Fletcher inszeniert Anna de Armas, Chris Evans und Adrian Brody in so einer, zwei streiten sich am Blumenstand, sie ist eine Geheimagentin, er ist dann mitgefangen in so einem Abenteuer rund um den Erdball. Mündete das nicht irgendwo im Eiffelturm am Ende? Oder war das Murder Mystery 2? Ich weiß nicht. Irgendwo drehte sich was und es wurde geschossen. Das ist auch so ein Film, wo gar keine Chemie da war und ich so dachte, das ist Content, das ist nicht Film. Auf Platz 17, ganz ähnlich, Peter Pan und Wendy. Ich liebe Hook mit Robin Williams und wenn wir ins Nimmerland gehen und wenn wir Peter Pans und Wendys Geschichte erleben, okay, und es geht hier um Wendy Darling, die im Internat lebt und nicht aufwachsen möchte und dann im Nimmerland landet, weil Peter sie mitnimmt, gibt es dann Abenteuer rund um Hook und allem, was dazugehört. Ich dachte so, das sieht so unecht aus und irgendwie sind diese Charaktere so schwach und so schlecht gezeichnet und vor allem, was ich so liebte, beispielsweise bei Hook sind diese Sequenzen, in denen man über die eigene Vorstellungskraft lernt zu fliegen oder Essen zu sehen und am Kind seinen Spaß hat. Das fühlte sich so düster und grau und trist an, das gar keine Freude gemacht hat, sich Peter Pan und Wendy anzusehen. Mein Platz 17, Platz 6, 16, machen wir weiter mit den Streamern, Bird Box Barcelona, Ableger von Bird Box mit Sandra Bullock. Nur in Barcelona mit uninteressanten Figuren, einem Typen, der Wesen sehen kann, die im Grunde das anrichten, wovor alle anderen Angst haben und seinen perfiden Plan durchzieht. Super unsympathischer und auch langweiliger Film. Mein Platz 16 habe ich nicht zu sagen. Platz 15, Freelance. Da hat John Cena echt ins Klo gegriffen. Spielt hier Mason Pattinson, einen ehemaligen US-Army Ranger, der jetzt Anwalt ist, sein Anwaltsleben hasst und die Chance nutzt, als Personenschützer einen Journalisten oder eine Journalistin
zu beschützen und trifft dabei auf einen ehemaligen Widersacher und denkt sich so, ach, scheiß drauf, ich lasse meine Familie im Stich. Auch super unsympathische Hauptfigur, bei der ich mich fragte, was will sie denn eigentlich? Und dann im John Cena-Stil, ich meine, ich liebe den, wenn ich ihn im DC zum Beispiel sehe, und der hat auch mal einen schönen eigenen Humor, aber hier als Hauptdarsteller hat der Freelance 0 getragen. Relativ teurer Film, der auch weltweit an den Kinokassen hart gefloppt ist. Kommen wir zu Platz 14. Das ist einer dieser toxischen Beziehungsfilme. Davon wird es dann noch einen in diesem Ranking geben. Die Rede ist von Perfect Addiction. Auch Buchverfilmung, glaube ich, geht um Sienna Lane. Die ist UFC-Trainerin, ihr Freund ist MMA-Fighter. Aber dann gibt's Stress. Ich glaube, er betrügt sie, sie verlässt ihn, kommt, zieht bei dem größten Konkurrenten von ihm ein, trainiert den, da bahnt sich wieder was an. Die sei ihr Ex und er begegnet sich im Ring. Also ganz großes Drama und vor allem Sexualisierung, runtermachen, toxische Beziehung und Abhängigkeit, oh, völlig drüber. Das wäre so ein Film, wo wenn Leute nicht miteinander reden und lernen, auch mal zu sagen, ja, ich habe Probleme mit dir oder mir geht's nicht gut mit uns und mal ganz klar sagen, so, was würde man sich wünschen oder was geht nicht oder man auch ehrlich sagen kann, ich glaube, wir wachsen auseinander, dann kommt sowas raus. So ein Film, der so irgendwie so zelebriert, dass man vor großer Leidenschaft und Wut und Eifersucht und Sehnsucht auch Dinge tun kann, wo man sich denkt, nee, komm mal, klar, es gibt auch Grenzen. Perfect Addiction ist zum Beispiel auf Platz 14. Platz 13, Friedhof der Kuscheltiere Bloodlines hat Paramount nicht mehr ins Kino gebracht, sondern direkt auf Paramount Plus gedroppt, spielt 1969 im Ort Ludlow in dem Bundesstaat Maine und es geht um Judd Crandall, der will da eigentlich raus, zusammen mit seiner Freundin aus diesem Ort. Das ist quasi ein Prequel zu Friedhof der Kuscheltiere und es stellt sich heraus, er kann aus diesem Ort nicht raus, nach einem Zwischenfall, in dem sie sich verletzt und sie noch ein paar Tage bleiben müssen und ein ehemaliger Freund, der gerade aus dem Vietnamkrieg zurück ist, der sich sehr weird benimmt und dem Wissen, es gibt da so einen Friedhof und vielleicht eine Hintergrundgeschichte und einen Pakt zwischen den Familien von diesem Ort. Ein Film mit extrem viel Foreshadowing, der vor allem über den Verlust von Menschen, warum man bereit ist, Grenzen zu überschreiten, gar nichts erzählt. Und das ist ja der eigentliche Hook bei Friedhof der Kuscheltiere, dass man über die Trauer und den Verlust versteht, warum man so irrational handelt und so emotional Dinge tut, die andere auch schädigen könnten. Wenn ich das ausklammere, kriege ich einen sehr oft brutal gemachten FSK 18 Film, der aber nichts zu bieten hat. Mein Platz 13. Auf Platz 12 Mac 2. Ich mochte Mac, ich mag Riesen-Urzeit-High, ich habe ein Herz für Trash, für mich, ich mag auch einen Jason Statham. Den hat man aber charakterlich so beschnitten in Mac 2, dass im Grunde sein Counterpart Jing-Woo die coolsten Action-Sequenzen bekommt. Und wenn er die kurz mal zeigen darf, dachte ich auch schon fast so, ey, das hat ja fast Jackie Chan-Charakter. Aber alles so eine Geschichte gepackt, wo dann Aktivisten auf in einer Firma auf größere Verschwörungen treffen. Statt iMac gibt es gleich drei oder Dutzende. Und der Film nimmt sich in den ersten zwei Dritteln so ernst, dass er auch, man merkt das schon beim ersten Teil sehr für den chinesischen Markt produziert, aber ich so dachte, warum ist denn der so ernst? Und im letzten Drittel dreht er dann völlig frei und dann wird er der Trashfilm, den ich wollte, aber es ist vorher alles so lächerlich und Mac 2 war wirklich, wirklich frech. Platz 12. Platz 11, Thanksgiving. Eli Roth dachte sich, aus den Grindhouse-Filmen mit Death Proof und Planet Terror hat man ja aus Machete, aus einem Fake-Trailer schon einen funktionierenden Film gemacht. Lass uns das auch mal mit Thanksgiving machen. Ein Mörder zieht durch eine Stadt und nach Tradition von Thanksgiving sucht er sich seine Opfer aus, nachdem ein Video viral gegangen ist von einem Black Friday-Thanksgiving-Supermarkt-Ansturm im Jahr davor. Das ist die Idee, aber was er eigentlich macht, ist einfach irgendwo Leute versuchen zu jagen, zu fangen, hinzurichten, zu töten, zu drapieren, am besten so hinzupacken wie so ein Truthahn auf den Tisch oder mit Maiskolben in die Ohren und Augen gestochen, dass man denkt so, okay, ich habe verstanden, du möchtest brutal sein, aber darüber hinaus hat Thanksgiving ehrlicherweise nichts zu bieten und wer es war, ist auch ziemlich früh klar, wenn man allein schon die Castliste guckt. Nee, mein Platz 11. Mein Platz 10, The Outlaws. Das war ein Film mit Adam Devine, den ich eigentlich ganz gerne sehe, Nina Dobrev, Pierce Brosnan und erzählt die Geschichte von einem Bankmanager, der eigentlich seine Freundin heiraten will und noch nie seine Schwiegereltern kennengelernt hat in Spee. Und als sie auftauchen und seine Bank ausgeraubt wird, glaubt er, die haben damit zu tun und dann eskaliert das so irgendwie hoch zu einer ziemlich, ich will nicht sagen peinlichen Komödie, aber so niedrige Triebe-Komödie bedienend, fand ich sehr, sehr flach, mein Platz 10. Auf Platz 9, der zweite toxische Film, was Beziehungen angeht, After Everything, das Finale der After-Reihe. Ich habe sie alle gesehen und Christine Landen dachte sich, nachdem sie, glaube ich, zwei andere Teile inszeniert hat, komm, über Harden und Tessa, das Ganze war ja mal eine Harry Styles Fanfiction, erzähl mir hier eine Geschichte weiter, das waren ja die beiden Hauptfiguren, die sich immer angenähert und da wieder auseinander und großer Herzschmerz und er hat ein Buch geschrieben über ihre Beziehung und deswegen ist sie so zerstört und verlassen, das ist die Ausgangssituation, oder verlässt ihn im letzten / neuesten Film.
Nur hatte sie gar keine Zeit mehr für den Film zu drehen. Also haben sie ein paar Sachen zusammengeschnitten, die sie noch an Material hatten und haben eigentlich einen Film-Spin-off über ihn erzählt, der auf eine Frau trifft, die eigentlich endlich mal ein bisschen integer ist und aus ihm was machen könnte, dass er nicht die ganze Zeit so mega toxisch und mega eifersüchtig durch die Welt läuft. Aber dann irgendwann, schnapp, kippt das wieder und am Ende denke ich mir so, ernsthaft? Also, After Everything, ich habe die ganze Reihe gesehen, war am besten, glaube ich, bei Teil 2. Kommen wir zu Platz 8, der Exorzist Bekenntnis, David Gordon Green. Okay, das sind große Fußstapfen hinter der Exorzist und man will eine ganze Trilogie draus machen. Dachte sich, es ist nicht nur ein Kind oder Mädchen hier besessen, sondern zwei. Nachdem sie im Wald verschwunden sind für 3 Tage und selbst denken, es waren nur ein paar Stunden, kehren sie zurück und dann nimmt dieser Exorzismusfilm seinen Lauf, der im Grunde alle Klischees bedient, die man aus Exorzistenfilmen kennt. Und das Original von 73 ist natürlich ein Klassiker. Und hat damals die Leute massenhaft im Kino erschreckt oder erschrocken. Und das hier ist etwas, das ist ein Schatten von dem Schatten von dem Schatten dieses Films. Ah, der Exorzist Bekenntnis, mein Platz 8. Auf Platz 7, Trauzeugen, deutscher Film rund um einen, was war es, Scheidungsanwalt und um eine Paartherapeutin, die beide Trauzeugen sind und sich, weil das Pärchen selbst aufgrund der Schwangerschaft nicht darum kümmern kann, die Hochzeit arrangieren und weil sie beide so aus verschiedenen Welten kommen, sich vielleicht auch annähern. Komplett overacteter und überdrehter Film, der einzelne Stationen abklappert, wo die Filmförderung drin war. Der konnte auch wirklich gar nichts Trauzeugen. Richtig, richtig unlustig, fand ich. Auf Platz 6, The Expendables 4. Das war frech. 100 Millionen Dollar Budget. Ich weiß nicht, wie sehr Stallone sich davon eingesteckt hat. Der Film ist sowas von vor Greenscreens gedreht. Sieht in seinen Actionsequenzen so billig aus. Sieht so oft in Explosionen unfertig aus. Stallone ist in 3/4 des Films gar nicht dabei, dass es sich schon fast nach Scam anfühlte. Sie versuchen Jason Statham als, wer ist der, Snowball oder irgendwie so, nach vorne zu bringen in diesem Film, der so langweilig ist, mit einem der schlechtesten Leistungen von Andy Garcia, die ich jemals gesehen habe. The Expendables 4, ich konnte es nicht fassen, weil den ersten Teil fand ich ganz cool, den zweiten habe ich geliebt, den dritten fand ich blöd. Der vierte sollte dann richtig dolle Action beladen, FSK 18 sein und was wieder zurück zu den Wurzeln führen. Ich habe dem geglaubt und das ist nichts geworden. Also die Reise durch dieses Franchise ist wirklich krass, was die unterschiedliche Qualität angeht. Auf Platz 5 habe ich Heart of Stone. Tom Harper inszenierte Gal Gadot, Jamie Dornan, Matthias Schweighöfer dieses Jahr in so einem ganz typischen, eine Agentin, in dem Fall Rachel Stone, gehört zu einer Geheimorganisation, aber eigentlich noch zu einer viel geheimeren Organisation, die auf eine Hackerin stößen, die wiederum eine gefährliche Waffe hat, die wiederum das Schicksal der Welt bedrohen könnte. Und es gilt, diese Frau zu erreichen und zu beschützen. Und dann haben wir eigentlich schon alles zusammen. Die Kamera betreibt so ein fieses Foreshadowing, dass du weißt, wer hier auch der Gegenspieler sein wird. Fand ich auch schon echt frech. Heart of Stone, das ist so ein Film, den habe ich geguckt. Und noch während ich gucke, vergisst man schon, was passiert. Mein Platz 5. Auf Platz 4, oh Gott, die Kinder des Zorns. Hab diese neue Verfilmung gesehen, diesen Monat. Ich dachte, das kann nicht euer Ernst sein. So unsympathische, fiese kleine Kinder an einem kleinen Ort, in dem ein Maisfeld oder Maisacker am Aussterben ist, ein Wesen darin existiert, ein Geist von einem Kind Besitz nimmt, das dann Anführerin wird dieser Gruppe von Kindern, die sich gegen die Erwachsenen richten, weil sie deren Zukunft verspielt haben. Warum die Erwachsenen sich A nicht wehren, A so blöde sind, B, wie das logistisch funktioniert, dass gefühlt ein Dutzend Kinder, ein Dutzend Erwachsene fesseln und irgendwo hinschleppen können. I don't get it. Der Film war 90 Minuten und fühlte sich so zerschnitten an. Zwischendurch noch irgendwelche Vater-Mutter-Ansatz-Stories, die nie weiter verfolgt werden. Und noch eine, die bald aufs College geht, die sagt, ach, das mache ich alles hier nicht mit, was die machen. Aber ich gucke zu. Ich gucke zu. Ich gucke skeptisch, aber ich gucke zu. Und ich dachte, nein, Kinder des Zorns, müllig. Auf Platz 3, Doggy Style. Man muss Hunde echt schon nicht leiden können, um so einen Film zu machen. So ging es mir zumindest. Das ist die Geschichte vom Border Terrier Reggie, dessen Herrchen versucht, die ganze Zeit ihn loszuwerden, immer aussetzt, aber er kommt immer wieder, schmeißt Spielzeug so weit, wie es geht und haut dann ganz schnell ab. Und irgendwann findet er wirklich nicht mehr zurück und lernt verschiedene Streuner auf dem Weg kennen und das Leben von Streuner auf der Straße. Aber der Film ist so voll mit Pipi-Kaka-Humor und Sex-Humor, dass ich so dachte, gerade Hunde, ich meine, man kann einen Anti-Hunde-Film machen, weil Hundefilme ja sonst einer gewissen Linie folgen, wenn es um verschiedene Genres geht. Aber das hier, ach nee, bitte nicht. Doggy Style, Strays im Original, das ist einer der schlechtesten Filme seit Jahren. Mein Platz 3, 2023. Platz 2 und 1, deutsche Filme. Wer hätte es gedacht? Auf Platz 2, Caveman. Die Verfilmung des Theaterstücks, was sowieso schon
krass alten Humor mit sich bringt. Moritz Bleibtreu spielt, und wenn ich es mir nicht hinschreiben würde, ich wüsste es nicht mehr. Basiert auf dem Theaterstück von Rob Becker, steht hier. Und Bobby ist ein erfolgloser Autoverkäufer und sieht, glaube ich, seine Chance gekommen als Stand-Up-Comedian, bereitet sich darauf vor und hängt aber mittendrin auch in so einer Riesenproblematik mit seiner eigenen Ehebeziehung und versucht dann herauszufinden, wie er Dinge besser angehen könnte. Und dann ist der Film voll mit Klischees, mit so ewig gestrigen, langweiligen Klischees. Der Film ist so unangenehm anzusehen. Mein Platz 2, Caveman. Auf Platz 1, Manta Manta, zweiter Teil. Das war Verweigerung. Der hat über 1 Million Zuschauer in Deutschland gemacht. Klar, der erste Teil ist irgendwie auch Kult geworden. Aber filmisch, was Til Schweiger hier abliefert, mal ganz abgesehen davon, was sich danach noch abgespielt hat, über Sachen, die sich anscheinend am Set abgespielt haben. Alter Falter, der Manta kommt irgendwie im letzten Viertel des Films, sieht man den mal, Achsensprünge, die du an jeder ersten Woche bei der Kameraarbeit lernst, dass du sie nicht machst. Dieses ständig sonnendurchtränkte Bild, Til Schweiger, der sich gerne so als Helden und jemanden, den man bemitleiden kann, inszeniert und immer das Herz am richtigen Fleck hat. Die Geschichte mit seinem Sohn, den er versucht, sich anzunähern, Geld, was es gilt, ranzuschaffen, um die Werkstatt zu retten, um in einem Autorennen mitzumachen. Und das ist ein so vorhersehbarer und so langweiliger und so fauler Film, selbst im ADR. Du siehst richtig, wie Leute nachgesprochen im Synchron etwas sagen, was nicht auf die Lippen passt. Ich dachte immer wieder bei diesem Film, der ist ja nicht mal, es ist ja nicht nur die Geschichte, die wirklich, wirklich schwach ist. Es ist, auch, oder das Spiel, das ist auch so viel schlechtes Schauspiel ist in diesem Film. Aber die Faulheit teilweise, wie dort Film gemacht wird, boah, das war frech. Fand ich zumindest. Als Zuschauer im Kino dachte ich, das ist es? Dann braucht ihr euch nicht wundern. Wenn da 1 Million Leute reingehen und dann wieder sagen so, ey, yo, deutscher Film ist so und so, sag ich lieber nee, dann guckt Sonnenbeton, guckt andere Filme. Es gibt diese guten Sachen, aber das darf dann schön als Referenz herhalten und dann auch diese ganze Marketingstrategie, einen auf Anti-Vogue zu machen, also so Themen sich rauszunehmen und PR für einen Film zu machen, das bringst du auch nur, wenn dein Film selbst aus sich heraus nicht existiert oder nicht funktioniert. Naja. Mein Platz 1, Manta Manta, zweiter Teil, schlechtester Film 2023. Das war wirklich, wirklich übel. So, 20 Filme, wo ich sagen würde, lasst es bleiben. Lasst es, oder 21, wir haben ja so einen Doppelplatz mit Marvel. Damit bin ich durch damit. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte noch 20 weitere, die ich anbieten könnte. Aber so war 2023. Gab Gutes, gab aber auch viel Schlimmes. Zumindest aus meiner Sicht. Okay, damit bin ich am Ende dieses Videos. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim richtig gute Filme schauen.